schon wieder ist ein Monat vorbei. Meine Güte, es geht so schnell alles dieses Jahr. Das ist der Hammer. Und ich habe vorhin schon gesehen, dass meine Kissen umgefallen sind. Verdammt, ich habe jetzt aber keine Lust, nochmal aufzustehen und die zu richten. Wir ignorieren dieses Kissen. Da. Ignorieren. Ja. Aber es ist schon wieder ein Monat vorbei und das heißt, es wird Zeit für meine Neuerscheinungen für den Juli und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Beim Juli habe ich mir auch wieder einige Bücher rausgesucht, allerdings sind das zum größten Teil Liebesromane, denn irgendwie gibt es im Sommer nur Liebesromane oder Psycho-Thriller oder mal ab und zu ein bisschen High Fantasy, aber jetzt so Jugendbücher oder sowas, habe ich irgendwie gar nicht weiter was gefunden. Ja, deswegen, ne, also entschuldigt schon mal im Vorfeld, es gibt im Moment wirklich nur Liebesromane, so gut wie bei den Neuerscheinungen. Und ja, das erste Buch, was ich euch aber zeigen möchte, ist kein Liebesroman, sondern ein Jugendbuch. Und zwar das neue Buch von Terry, Infiziert. Ich habe von Terry ja schon sehr, sehr viel gehört. Ich habe auch immer noch Mindgames von Terry hier rumliegen und müsste es endlich mal lesen. Und ja, es kommt eine neue Reihe von ihr und Infiziert ist der erste Teil. Und ich habe gedacht, hier erzähle ich mal ganz kurz, worum es in diesem Buch denn geht. Unaufhaltsam schleicht sich der Tod von Haus zu Haus, von Stadt zu Stadt und selbst wenn er dich verschont, wirst du nie wieder sein wie zuvor. Shay ist schockiert, als sie die 12-jährige Kelly auf einer vermissten Anzeige wiedererkennt. Vor über einem Jahr ist sie dem Mädchen begegnet und dabei offenbar Zeugin einer Entführung geworden. Zusammen mit Kellys Halbbruder Kai macht sie sich auf die Suche, nicht ahnend, welche Katastrophe bereits auf das ganze Land zurollt. Denn Kelly wurde nicht nur entführt, sondern als Forschungsobjekt missbraucht. Und der Erreger, mit dem das Mädchen infiziert wurde, breitet sich nun in ganz Großbritannien aus. Und ich finde, das klingt wirklich sehr, sehr spannend und unheimlich gut. Und ich mag ja solche Geschichten mit Viren und dann kommt vielleicht noch ein paar Zombies oder sowas. Ja, finde ich ja wahnsinnig spannend. Und ich mag ja gerne sowas lesen, deswegen dachte ich, ich stelle euch dieses Buch auch mal ganz kurz vor. Und Infiziert von Terry erscheint am 1. Juli. Machen wir weiter mit den nächsten 4 Büchern, die alle am 10. Juli erscheinen. Und das erste, was ich euch davon zeigen möchte, heißt, jetzt muss ich mal kurz abspicken, Beautiful Idol. Und ich lese euch auch mal hier vor, worum es in diesem Buch geht. Entschuldigt eventuelle Sprachfehler, denn gleich im ersten Satz stolper ich über ein Wort. Ich lese es euch aber erstmal vor. Macht diesen Sommer einen der Unrivaled Clubs zum Hotspot der Stars und sichere dir die Chancen auf einen unglaublichen Geldgewinn. 3 sehr unterschiedliche Jugendliche folgen der Aufforderung und hoffen auf die Erfüllung ihres größten Traums. Aber sie ahnen nicht, wie hart das schimmernde Parkett wirklich ist, auf dem sie sich bewegen müssen. Wie weit werden sie gehen, um zu gewinnen? Und ich finde, das sagt jetzt nicht wirklich viel über dieses Buch aus, aber Jennifer Armentrout hat gesagt, Unrivaled enthüllt die dunkle, knallharte Seite des Ruhms und nennt den Leser in einem Netz aus Spannung und Lügen gefangen. Und ich finde, das klingt sehr, sehr gut. Und wenn Frau Armentrout das sagt, ne, dann wird es wohl so sein. Ich habe mir das Buch auf jeden Fall mal mit aufgeschrieben und ja, mal schauen, wie es so ist. Das nächste Buch, was ebenfalls am 10. Juli erscheint, klingt so unglaublich gut und ich glaube, ich muss dieses Buch haben. Und zwar heißt das Big Rock, 7 Tage gehörst du mir. Und auch hier lese ich euch vor, worum es in diesem Buch geht. Die Frauen denken, ich bin ein arrogantes Arschloch und ein unverbesserlicher Playboy. Und das war ich auch. Bis eine Woche mein Leben für immer veränderte. Meiner Familie zuliebe soll ich mich eine Weile zusammenreißen, keine Sexskandale mehr. Und als perfekter, braver Sohn brauche ich eine Scheinverlobte für 7 Tage. Was läge da näher, als meine beste Freundin Charlotte zu fragen? Mit so einer scharfen Frau fällt es mir nicht schwer, den verliebten Softie zu mimen. Leider kann ich, seit wir im Bett gelandet, an nichts anderes mehr als ihren heißen Körper denken. Charlotte spielt ihre Rolle als meine zukünftige Perfekt, doch bei mir ist es längst viel mehr als ein Spiel. Ich finde, das klingt ganz, ganz toll und dann steht hier noch, Spencer ist der perfekte Alpha-Held mit tonnenweise Charme. Ich habe lange nicht mehr so viel Spaß mit einem Roman gehabt. Bei jeder Seite musste ich grinsen. Und ich finde, das klingt sehr, sehr gut und deswegen denke ich, muss ich dieses Buch haben wollen. Würden wahrscheinlich kaufen, irgendwie so. Mal gucken, was der Geldbeutel sagt, aber ich finde, das klingt ganz, ganz toll. Und ja, ich habe es mir auf jeden Fall mal mit aufgeschrieben. Kommen wir zum nächsten Buch und das ist ein Jugendbuch, wo ich mir nicht sicher bin, ob es was Cooles wird oder ob es nicht so cool wird. Und zwar heißt dieses Buch, ich muss mal kurz abspicken, Ein Kuss aus Sternenstaub. In diesem Buch geht es um eine Djinn und ihr neuer Meister versucht quasi das Beste aus seinen Wünschen herauszuholen. Und die Djinn möchte aber eigentlich nur so schnell wie möglich mit den Wünschen fertig werden, um halt von ihm erlöst zu sein. Und dann ist es so, dass die beiden sich ineinander verlieben. Es stehen hier leider keine Namen in der Inhaltsangabe, deswegen. Und die beiden verlieben sich ineinander, was sie nicht dürfen, denn wenn sie es tun, dann werden sie beide sterben. Und so versuchen beide natürlich ihrem Schicksal zu entkommen und eine Lösung zu finden.
finden und ja, irgendwie ihr Leben zu leben. Und ich finde, das kann wirklich gut werden. Es kann aber auch absolut blöd werden. Ich weiß es nicht. Ich bin da, was das betrifft, ja, weiß ich nicht. Ich kann es euch ja mal vorlesen, wie es hier noch mitsteht. Sie ist die mächtigste aller Djinn, er ein gewitzter Dieb. Gemeinsam sind sie unschlagbar, doch zunächst sind sie ein Dreamteam wider Willen, denn er möchte alles aus seinen drei Wünschen rausholen, sie schnellstmöglich ihre Freiheit zurückgewinnen. Aber nach und nach erkennen die beiden, dass alles Glück dieser Welt an ihrer Seite ist. Doch wenn eine Djinn und ein Mensch sich verlieben, erwartet sie beide der Tod. Also müssen die beiden, um ihr Glück und die Freiheit zu gewinnen, alle Regeln brechen. Ja, also wie gesagt, es kann gut werden, kann aber auch blöd werden. Ich weiß es nicht. Ich bin da so ein bisschen im Zwiespalt. Ich weiß es nicht. Dann sind wir beim letzten Buch vom 10.7. und das heißt Eine Prise Liebe. Und ich finde, das hat sich auch ganz, ganz süß angehört. Und auch hier lese ich euch mal vor, worum es in diesem Buch geht. Das Restaurant Seduction ist Kamis Ein und Alles. Gemeinsam mit ihren vier Freundinnen hat sie es zu einem Hotspot gemacht. Ihre ganze Leidenschaft steckt sie in Seduction, bis ihre erste große Liebe nach Portugal zurückkehrt. Seit Cammy denken kann, ist sie in Landon verliebt. Als er nach seinem Highschool-Abschluss als Navy-Pilot ins Ausland ging, blieb sie mit gebrochenem Herzen zurück. Nun ist sie fest entschlossen, ihn auf keinen Fall ein zweites Mal zu verfallen. Doch Landon mit seinen starken Armen und seinem sanften Blick macht es ihr schwer zu widerstehen. Und ich finde auch, dieses Buch klingt ganz, ganz süß und deswegen habe ich es mir auf jeden Fall mal mit aufgeschrieben. Und ja, mal schauen, ob ich es irgendwie hinkriege, das Buch noch mit zu lesen. Das nächste Buch, was ich euch zeigen möchte, erscheint am 17. Juli und ist der zweite Teil der Wellington-Saga. Und in diesem Buch geht es um den Bruder von Alejandro, um Sebastian. Und Sebastian ist der Frauenheld schlechthin. Er ist ein übelster Playboy und ja, was will man dazu noch sagen? Und er trifft natürlich auf sie. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt und ich habe mir vergessen, es aufzuschreiben auf dem Handy. Deswegen lassen wir das jetzt einfach mal so im Raum stehen. Also wie gesagt, es ging ja in der Wellington-Saga um reiche Leute und wie gesagt, Sebastian ist halt der Playboy schlechthin. Ich finde, der hat sich für mich so ein bisschen angehört wie der Sebastian von Eiskalte Engel. Kennt ihr diesen Film noch? Ich liebe den ja, ne? Und so habe ich mir den so ein bisschen so von der Art her vorgestellt. Und ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt auf dieses Buch. Und wie gesagt, es erscheint am 17.07. und ist der zweite Teil. Und ich denke, die Wellington-Saga ist auch eine Reihe, die man unabhängig voneinander lesen kann. Das heißt, falls ihr den ersten nicht gelesen habt und ihr interessiert euch für den zweiten, dann lest einfach den zweiten ohne den ersten. Das ist absolut nicht schlimm. Und ja, machen wir weiter mit dem nächsten Buch. Und dieses Buch ist der vierte Teil einer Reihe. Und zwar Rock My Dreams. Und dieses Buch erscheint am 19. Juli. Ich bin ja gerade dabei, diese Reihe zu lesen. Ich habe jetzt den ersten gelesen, bin gerade beim zweiten. Den dritten habe ich auch schon da. Den habe ich netterweise vom Verlag bekommen. Und der vierte, wie gesagt, kommt nächsten Monat am 19. Ich muss sagen, dass mir der erste Teil wirklich gut gefallen hat. Ich mochte ihn. Es war jetzt keine Geschichte, wo ich gesagt habe, boah, sie war so mega gut. Aber es war eine richtig tolle, süße Liebesgeschichte. Und ich bin jetzt gerade beim zweiten. Und auch der gefällt mir bisher sehr gut. Und ja, ich freue mich aber schon auf den dritten. Auf den dritten, da kommt eine Person drin vor, auf die ich mich freue und ja. Ich bin auch auf den vierten gespannt, denn in dem vierten Teil geht es um Mike und Mike ist ein sehr zurückhaltender Mensch und es geht ja in diesen Büchern um eine Band. Mike ist der, der alle Groupies von sich stößt und irgendwie immer noch an seiner Ex-Freundin hängt und besagte Ex-Freundin taucht im vierten Teil wieder auf und ich glaube deren Schwester oder beste Freundin oder sowas und ja, sie trifft dann auf Mike und dann nimmt die Geschichte so ihren Lauf und ich freue mich schon sehr auf dieses Buch. Ich möchte es lesen. Ich finde Mike ganz, ganz toll vom Charakter her. Und ja, schauen wir mal. Also am 19.07. der vierte Teil und ich glaube auch der letzte Teil der The Last Ones to Know-Reihe. Ich weiß nicht, ob das richtig war. Keine Ahnung, ich merke mir diese Reihenbezeichnung einfach nicht. Am 20.07. kommt dann ein Buch raus, was es schon gibt. Und zwar habe ich es mal mit aufgeschrieben, weil ich selber immer gewartet habe, dass dieses Taschenbuch endlich erscheint. Und zwar kommt zu Ein ganzes neues Leben, der zweite Teil, zu Ein ganzes halbes Jahr jetzt das Taschenbuch raus. Ich habe den ersten Teil damals als Hörbuch gehört und ich wollte schon gern wissen, wie es mit Luisa weitergeht. Aber mir waren 20 Euro für das Buch einfach zu teuer. Deswegen freue ich mich jetzt auf das Taschenbuch und dann werde ich es mir sicherlich irgendwann auch mal mitholen und lesen. Und ja, nur so für euch als Info. Ein ganzes neues Leben. Ein Taschenbuch. Am 4. Juli, ab 20. So, drei Bücher haben wir noch und jetzt blinkt mein Akku. Verdammt, ich bin gleich wieder da. Moment. So, Akku gewechselt. Wo bin ich stehen geblieben? Ich glaube, ich habe gerade gesagt, drei Bücher habe ich noch. Und das nächste Buch, ich muss nochmal abspicken, erscheint am 21. Juli und ist auch der zweite Teil einer Reihe. Aber ich muss sagen,
Das hat sich echt gut angehört und ich glaube, die kann man auch unabhängig voneinander lesen. Und zwar ist das der zweite Teil der True North-Reihe. Und ich lese euch auch hier mal vor, worum es in diesem Buch geht. Jude kehrt nach Jahren in seinen Heimatort nach Vermont zurück. Auch wenn er weiß, dass er damit Sophies Herz aufs Neue brechen wird. Sie kann nicht glauben, plötzlich den Mann jeden Tag um sich zu haben, der ihren Bruder auf dem Gewissen hat. Und doch kann sie sich der Anziehungskraft, die noch immer zwischen ihnen herrscht, nicht entziehen. Und hier steht jetzt halt noch, wer nach einer außergewöhnlichen Liebesgeschichte und Figuren mit Tiefgang sucht, wird an Jude und Sophie nicht vorbeikommen. Und ich finde, das klang wirklich ganz, ganz toll. Ich mag ja solche Geschichten total, so mit Drama und Liebe und ja. Deswegen habe ich mir dieses Buch auf jeden Fall mal mit aufgeschrieben. Ich glaube nicht, dass ich dieses Buch im Juli gleich mitlesen werde, aber ich habe es mir auf jeden Fall auf den Zettel geschrieben. Und ja, ich finde, es klang ganz, ganz toll. Und ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Kommen wir zum nächsten Buch, was ebenfalls am 21. Juli erscheint. Und zwar ist das Wie das Feuer zwischen uns. Das ist quasi der zweite Teil zu Wie die Luft zum Atmen. Also dieses Buch gehört zu der Reihe, aber es geht um ganz, ganz andere Charaktere. Und ich fand ja Wie die Luft zum Atmen von Brittany C. Cherry ganz, ganz toll. Und deswegen freue ich mich jetzt schon auf Wie das Feuer zwischen uns. Und ich lese euch auch hier mal vor, worum es in diesem Buch geht. Kira weiß, dass Logan Silverstone und Eliza Walters nicht zusammenpassen. Sie sind viel zu unterschiedlich, führen völlig verschiedene Leben und Logan ist einfach kein Umgang für ein Mädchen aus gutem Hause. Logan weiß, dass er sich von Eliza fernhalten sollte. Doch wenn sie zusammen sind, fühlt es sich an, als bliebe die Welt stehen, als sei nichts unmöglich. Eliza ist alles für ihn, seine Liebe, sein höchstes Gut, bis ein Moment der Unachtsamkeit ihr Glück für immer zerstört und Logan sich abwendet, als Eliza ihn am dringendsten braucht. Und ich finde, das klingt doch ganz, ganz toll und ich werde mir dieses Buch auf jeden Fall holen im Juli und definitiv lesen. Ich freue mich schon sehr auf diese Geschichte, denn wie gesagt, ich fand Wie die Luft zum Atmen einfach mega gut und es hat mir so gut gefallen und ja, deswegen freue ich mich jetzt schon auf Wie das Feuer zwischen uns. Damit wären wir beim letzten Buch für dieses Video und zwar ist das ein Jugendbuch und zwar ist das von Stefanie Hase, Schicksalsbringer, ich bin deine Bestimmung. Das ist eine Dialogie und ich lese euch auch mal hier vor, worum es in diesem Buch geht. Ich muss auch mal sagen, dass ich das Cover wirklich sehr süß finde von diesem Buch. Kira war noch ein kleines Mädchen, als ihr ein unheimlicher Mann auf dem Jahrmarkt eine geheimnisvolle Münze zusteckte. Jahre später findet sie die Münze beim Aufräumen wieder und verletzt sich daran. Von da an steht Kiras Leben auf dem Kopf. An der Schule tauchen die geheimnisvollen Zwillingsbrüder Phoenix und Hayden auf. Und Phoenix, unfreundlich, überheblich, aber wahnsinnig attraktiv, behauptet, Kira könne mit der Münze das Schicksal beeinflussen. Und daher dürfe er nun einen ganzen Mondmonat lang nicht mehr von ihrer Seite weichen. Und auch hier finde ich, dass es nach einer ganz, ganz tollen Geschichte klingt. Ich habe es mir auf jeden Fall mal mit aufgeschrieben. Und ja, Schicksalsbringer von Stefanie Hase erscheint am 24.07. Und ich bin gespannt. Das waren meine Neuerscheinungen vom Juli. Wie immer, Fragen, Anregungen, Wünsche unten in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich natürlich wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche und es wird Zeit, dass ich zum Ende komme. Mir schwindet hier das Licht nämlich so allmählich. Und ich glaube, der Hund muss auch mal raus. Deswegen bis dann. Bye, bye.